Die Welt toller Mann. Die Frauen schreien, wenn sie mich sehen. Und alle wollen nur mit mir noch gehen. Doch will ich ihnen mal was sagen, fang ich gleich zu stottern an. Ich sage, Mädel, hat es mit uns Zweck? Ich möchte ta-ta-ta-ta tanzen, doch da sind sie weg. Wenn ich am Tresen stehe, spreche ich ganz normal, nur wenn ich Mädels sehe, wird mir das so qual. Ich glaube, ich halte das alles nicht mehr lange aus. Gestern Abend kam ich wieder in eine Disco rein und stand da locker rum im Lampenschein. Da sah ich doch diese wahnsinnstarke Maus. Ich sagte, Mädel, hat es mit uns Zweck? Ich möchte ta-ta-ta-ta tanzen, doch dann war sie weg. Hilf mir, Rainer! Möchte ta-ta-ta-ta tanzen, doch da war sie weg. Schon in der Schule hatte ich Angst vor meiner Lehrerin, deshalb ging ich da nach einer Woche nicht mehr hin. Ja, bei Mädels krieg ich eben keinen Ton heraus. Doch gestern habe ich endlich einmal Glück gehabt, hab ganz normal gesprochen und gleich hat's geklappt. Ich hab die Liebe gefunden. Und die heißt Klaus. Ich ging mal auf eine Party. Oder was man so nennen kann. Es waren 16 Mädels da und ich der einzige Mann. Die eine machte plötzlich das Licht aus und eine andere knabbert mir am Ohr. Licht an, steh ich, was soll denn das? Da sang der Mädelschor. Ach, du bist's, Mike. Dann macht das nichts, dann lassen wir dich in Ruhe. Wenn einer ein bisschen dämlich ist, da kann er ja auch nichts dazu. Klatscht ihr auch noch, ne? Ich spielte auch mal Fußball, war als Linksaußen eingesetzt. Und hab mit nem tollen Scherenschlag den Schiedsrichter verletzt. Der zog gleich die rote Karte, da hab ich ihm eine geknallt. Vor Schreck hat er sie gleich wieder eingesteckt und hat nur noch gelallt. Ach, du bist weit, dann mach das nichts, dann lass ich dich in Ruhe. Wenn einer ein bisschen dämlich ist, da kann er ja auch nichts dazu. Ich musste auch zur Bundeswehr, man gab mir ein Geschütz. Ich kam aus Versehen an den Abzug ran, da gab's einen Riesenblitz. Ein Wald fiel um, ein Dorf war weg, wie konnte das nur geschehen? Der Oberst stand kurz vorm Herzinfarkt, doch dann hat er mich gesehen. Ach, du bist Mike, dann mach das nicht, dann lass ich dich in Ruhe. Wenn einer ein bisschen dämlich ist,
da kann er ja auch nichts dazu. Ich hatte mal nen Auftritt, war vom Fahren schon ganz matt. Da merkte ich, als ich vor der Halle stand, Scheiße, falsche Stadt. Ich stoppte sofort ein Taxi und sprang auch gleich hinein. Nur leider saß da schon Heino drin und der fing gleich an zu schreien. Ach, du bist Mike, dann mach das nichts, dann lass ich dich in Ruhe, Fallera. Wenn einer ein bisschen dämlich ist, da kann er ja auch nichts dazu. Er hat's gerade nötig. Tim. Ich hab dann mal so'n Quiz gewonnen, ne Reise nach Amerika. Der Präsident hat mir alles gezeigt, auch die Raketen, ist doch klar. Ich hab an seinem Schreibtisch auf so'n Knopf gedrückt, da ist es dann wohl passiert. Auf einmal stand ich vorm lieben Gott, denn die Welt war explodiert. Der sagte nur, ach du bist Mike, dann mach das nichts, dann lass ich dich in Ruhe. Wenn einer ein bisschen dämlich ist, da kann er ja auch nichts dazu.